Was haben wir hier? Papierrolle, Papierrolle, Truhe. Dossier der Talmor, Esbär. Status Flüchtling, nur festnehmen. Höchste Priorität, Abgesandtengenehmigungsstufe. Beschreibung männlich, Nordende 70. Esbern war vor dem Ersten Krieg gegen das Kaiserreich einer der Wissenshüter der Klingen. Er war nicht im Außeneinsatz, wir vermuten jedoch mittlerweile, dass er hinter einigen der folgenschwersten Operationen steckt, die in den Jahren vor dem Krieg von den Klingen durchgeführt wurden. Darunter der Falinesti-Vorfall und der Ausbruch aus dem Blauflussgefängnis. Sein Fall war 4 Jahre lang zu den Akten gelegt worden, ein unverzeihlicher Fehler meines Vorgängers, der für Straf- und Unterziehungsmaßnahmen nach Alinor zurückbefordert wurde. Dieser ging von der irrigen Annahme aus, dass Esbern aufgrund seines hohen Alters und seines Mangels an Einsatzerfahrung wohl keine Gefahr darstellte. Dies sollte allen Abteilungen eine Lehre sein, dass keinem Agenten der Klingen eine niedrige Priorität zugewiesen werden sollte, aus welchem Grund auch immer. Alle müssen aufgespürt und ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Operative Anmerkung: Da wir immer noch im Dunkeln tappen, was Ursachen und Bedeutung der Rückkehr der Drachen angeht, habe ich der Gefangennahme Esbans oberste Priorität eingeräumt, denn er zählt bei den Klingen bekanntermaßen zu den Experten der Drachenkunde. Leider können wir uns nicht mit ihren Kenntnissen über Drachen messen, die von ihren Akaviri-Wurzeln herrühren und den unseren weit überlegen sind, die weitgehend theoretischer Natur bleiben. Die Archive des Wolkenherrschertempels, der als wichtigster Aufbewahrungsort für die ältesten Überlieferungen der Klingen galt, wurde während der Belagerung größtenteils vernichtet. Obwohl erhebliche Anstrengungen unternommen wurden, die verlorenen Schriften zu rekonstruieren, sieht es ganz danach aus, als seien die meisten Aufzeichnungen zum Thema Drachen schon vor unserem Angriff entfernt oder zerstört worden. Folglich ist Esbern nach wie vor unsere beste Möglichkeit, in Erfahrung zu bringen, wie und weshalb die Drachen zurückgekehrt sind. Es ist nicht auszuschließen, dass die Klingen selbst etwas mit der Rückkehr der Drachen zu tun haben. Wir haben jüngst konkrete Hinweise darauf erhalten, dass Esbern immer noch am Leben ist und sich irgendwo in Rifthorn verbirgt. Ein möglicher Augenzeuge wird gerade verhört. Wir müssen vorsichtig vorgehen, damit Esbern nicht merkt, in welcher Gefahr er schwebt. Falls er sich tatsächlich in Rifthorn auffällt, dürfen wir ihm keine Gelegenheit zur Flucht geben. In Esbern habe ich da nicht gesehen. Ha. Hört zu, Spion. Ihr sitzt hier in der Falle und wir haben euren Komplizen. Ergebt euch auf der Stelle oder ihr werdet beide sterben. Macht nicht. Ihr seid tot. Ah! Das war ja einfach. Falltürschlüssel. Schlüssel für das Zimmer. Was für Idioten. Die Talmor werden mich nun für den Rest meines Lebens jagen. Ich hoffe, die Sache war es wert. Ach, die hätten euch sowieso irgendwann gejagt. So wie jeden von uns. Wie schon gesagt, weiß ich nichts weiter darüber. Ich bin nicht hier, um euch zu quälen. Was? Wer? Was wollt ihr dann? Keine Zeit für Erklärungen, lasst uns hier verschwinden. Ich habe keine Ahnung, wer ich überhaupt bin. Wie soll ich mich eigentlich identifizieren? Tane von Hafingar? Ich hasse Talmor? Ja, natürlich. In Ordnung. Los, hier entlang. Die Wachen beseitigen hier die Leichen. Der Weg muss irgendwo hinführen. Wer seid ihr und was tut ihr eigentlich hier? Sie haben mich in Rifthorn geschnappt. Anscheinend glauben sie, dass ich etwas weiß. Sie stellen mir immer wieder dieselben verdammten Fragen. Na gut. Klingt gut, ich werde euch folgen. Geht schon vor, ich bin noch nicht fertig. Ah, klingt gut, ich werde euch folgen. Wie ihr wollt, aber erstmal sollten wir gehen. Geht's euch gut? Ich meine, der wurde hier gequält. Das geht nicht mehr, aber das ist ihm scheinbar egal. Okay. Was ist denn hier eigentlich? Was macht hier eigentlich so komische Geräusche? Ah, du hast noch einen Apfel. Nichts lässt ein mehr wie ein Arschloch aussehen, als den Apfel zu essen, während man spricht. Genüsslich, den Apfel zu essen.
Mit der Eisenrüstung. Was? Wieso? Naja. Oh! Ich höre da was. Das war ein Troll, den hast du dir nicht eingebildet. Jetzt wartet doch mal! Wo wollt ihr denn jetzt hin? Hey, aufpassen! Ihr habt mir einfach so geholfen. Also, danke. Und er? Ach nee, er sagt ja, wir werden die ganze Zeit ja. Ja gut, dann viel Spaß, ne? Okay. Also, hier ist die Timer-Botschaft. Ja, dann muss ich zurück. Nach Einsamkeit und dann nach Flusswald, um meine Ausrüstung zurückzuholen. Trifft und passt ja eigentlich ganz gut. Weil da muss ich ja sowieso noch jemanden verprügeln. Einen Verbrecher einfangen. Nicht verprügeln. Verbrecher einfangen. So, wo ist. Wo geht's nach Einsamkeit? Irgendwo da, ne? Einsamkeit. Schon wieder eine Spinne. Ich will aber keine Spinne. Okay, da unten sind die Ställe. Und da gibt's noch Eisigkeit. So. Also, wollen wir mal ganz kurz gucken. Ich muss ja sowieso nochmal nach Einsamkeit rein, aber habe ich irgendwas zu tun? Auf dem Weg nach Flusswald. Okay. Das sollten alle Quests sein, die so in Richtung Rifthorn sind. Also entweder in Richtung Flusswald oder in Richtung Rifthorn. Weil ich werde ja sowieso wieder von Flusswald dann nach Rifthorn reiten, nehme ich an. Was ist das denn für einer? Soldat der Sturmwindel. Wieso habt ihr den denn hier so aufgehängt? Ist aber nicht besonders nett. Was? Kenne ich diese hier mehr? Ach so, stimmt ja. Ich habe ja gar keine Ausrüstung und sie ist ja nicht da. Ach da! Ich habe auch Jordis. Euch, falls ihr interessiert seid. Mit wem redet der? Spät. 7:56 Uhr morgens. Ach, jetzt ist sie nicht in ihrem Laden drin, oder wie? Der Laden hat auf, aber sie ist nicht da. Seht euch nur gründlich um.
Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch einiges im Lager. Bei Kleidung bin ich nicht interessiert. Vorsichtig! Hey, wollt ihr Fang spielen? Nein, Junge, ich will nicht Fang spielen. Was ist das eigentlich für eine komische Frage, einen erwachsenen Mann zu stellen? Wenn ihr diese alten großartig. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Wie versprochen gehört die Kleidung euch. Und hier ist noch etwas für eure Bemühungen. Juppidu. Denkt an glänzende Gewänder, wenn ihr einen Kleiderwechsel braucht. Werde ich nicht. Also Kleiderwechsel werde ich nicht brauchen. So, reite ich jetzt nach Weißlauf? Oder fahre ich mit der Kutsche nach Weißlauf? Die Kutsche geht natürlich schneller. Aber ich muss auch noch einen Drachen töten bei Mortal. Da müsste ich hinreiten. Das heißt, ich könnte theoretisch nach Mortal reiten, nach Mortal die Kutsche nehmen, dann zu dem Drachen reiten und von da aus dann weiter nach Weißlauf reiten. Ich meine, für euch macht das eigentlich theoretisch keinen Unterschied, weil ich sowieso alles, was wir bisher noch nicht gesehen haben, in den Reitwegen immer rausschneide. Deswegen ist das eigentlich nur eine Frage, die mich selber beschäftigt. Wo ist mein Pferd? Unten irgendwo, ne? Ha. Jetzt weiß ich nicht, wo Frost ist. Oder habe ich sonst noch irgendeine Quest? Nee. Das heißt, ich nehme wahrscheinlich... Ja, ich glaube, ich nehme die Kutsche nach Mortal und dann... töten wir den Drachen bei Ahnenblutspitze. Und gehen dann nach Weißlauf. So, meine Kutsche ist die... Wohin soll's gehen? Nach Mortal, bitte. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Obwohl ich gar nicht so viel Gold habe. Ruhig, altes Mädchen. Was? Hey, Frost, da bist du ja wieder. So, da wollen wir mal einen Drachen jagen. Muss ich natürlich wissen, wie ich da hochkomme, ne? Es wäre vielleicht klug gewesen, vorher zu wissen, wie ich da hochkommen soll. Der Drache fliegt da schon. Ignorieren wir mal einfach. Ich meine, was auch immer da kämpft, ignorieren wir einfach mal. Ich glaube, das war falsch. Ich glaube, hier muss ich lang. Und da ist der Drache, der fliegt da rum. Ist das da der Aufstieg oder? Ich nehm's mal an. Hi Drache. Das war so nicht geplant, aber okay. Alter! Tschüss, Frost!
war so überhaupt nicht geplant. Jetzt muss ich Frost wieder suchen. Du Scheißding. Okay, Zaubertränke, Kleinheit und Regeneration. Toll. Gehst du wieder in der Runde und kommst wieder? Also eine tolle Taktik. Zaubertränke starke Heilung. Tolle Taktik von dir, Drache. Echt, muss ich echt sagen. Super Taktik. Immer wieder dieselbe Scheiße fliegen. Höchste Heilung. Tollkutsche, höchste Magiker. Ich wusste doch, dass ich die für irgendwas sammeln muss. Ich nehme an, der hat die Wut auf sich gezogen. Deswegen war er überhaupt so aggro. Lol. Er versucht ein Opfer zu überbringen. Das fühlt sich unten. So, das war's. Gibt's hier noch eine Truhe? Normalerweise gibt's hier immer noch eine. Was ist das denn? Truhe. Die haben ja tatsächlich Idioten geopfert. Was für Idioten? Alter, sind das Schweine? Ich meine, ich weiß ja, dass Mortal abergläubisch ist, aber. Was zur Hölle? Ach, da ist Truhe. Kampfmusik? Da ist kein Gegner mehr. Also da ist ein Gegner ganz weit weg irgendwo. Aber deswegen muss auch noch keine Kampfmusik spielen. Ach, der Troll. So, jetzt muss ich Frost suchen. Das wird ein Spaß. Ach, da.
Was sind das für eine Hüte? Weißt du was, die erkunden wir gleich mal. Ich muss nämlich noch zurück nach Mortal und das Kopfgeld abholen. Das heißt, das Kopfgold abholen kann ich eigentlich auch, wenn ich irgendwann wieder nach Mortal gehe. Das mache ich ja sicherlich. Da muss ich jetzt nicht unbedingt extra zurückführen. Nee. Was ist das für eine geheime Secret Sanctuary? Was? Zwille. Drelas Hütte entdeckt. Was ist das für ein Secret Sanctuary, das ich da entdeckt habe irgendwo? Secret Sanctuary, what? Und wer ist Drela? Und warum hat die hier mitten im Nirgendwo eine Hütte? Hallo? Ah! Du bist Drela! Und du bist ein Kerl. Okay, das tut mir leid. Das wusste ich nicht. Nur ein. Ihr entkommt nicht. Was ist denn das für ein Typ gewesen? Mich einfach an, nur weil ich in sein Haus gegangen bin. Wer macht denn sowas? Stehlen von Truhe. Na gut, ich meine, der Typ ist sowieso tot. Macht das auch nichts mehr. Kuchen und der Diamant. Er hat mich halt angegriffen. Ich hätte den jetzt auch am Leben gelassen, aber er hat mich halt sofort angegriffen. Für Kuchen. Flaschenkürbis. Zwei Kartoffeln. Er hat sich ja schon nett eingerichtet hier. Oh, warum hat er mich so viel angegriffen? War noch sowieso schon tot. Na gut, das ja, war seltsam. Magier, der eine Hütte mitten im Nirgendwo hat und jeden angreift, der die betritt. Ich meine, vielleicht hat er sich auch aus irgendeinem Grund besonders bedroht gefühlt. Verdenken kann man es ihm ja eigentlich nicht. Ich meine, da gehen zwei Leute mitten, also. Was macht er? Braut gerade Tränke oder verzaubert irgendwas? Kümmert sich um sein eigenes Leben und auf einmal betreten zwei bewaffnete Krieger sein Gebäude. Gut, da könnte man ja erstmal fragen, wer seid ihr denn und was wollt ihr hier? Statt gleich zu sagen, ey, ihr seid in meinem Haus gegangen, ich werde euch nun töten. Die Grundquelllichtung. Feine englische Art ist. Aber hey, vielleicht ist das bei Dunmeer auch einfach so. Die sind ja allgemein relativ unfreundlich. Und arrogant. Und generell ziemliche Arschlöcher. Was? Nein, ich habe keine Vorurteile. Besonders nicht gegen Dunmeer und Altmeer. Nein.
Und die werden auch garantiert nicht bestätigt. Niemals. Mir und Altmer sind die nettesten Personen in Elder Scrolls. Immer. Hey, Skull, ich finde das voll scheiße, dass du Elfen in Elder Scrolls hast. Die du befällt. Ich hasse sie ja nicht, aber sie hassen mich ja. Und jeden anderen Spieler, der kein Elf spielt. Aber ich glaube, sie hassen selbst andere Elfen. Eigentlich wollte ich Erik als Vogt einstellen. Das ist voll scheiße. Ich wollte Erik den Schlechter eigentlich noch als Vogt für irgendein Haus einstellen. Nee, gar nicht. Wollte ich gar nicht. Doch. Für das von Falkenring nämlich. Weil nämlich die Raya weg ist. Deswegen wollte ich Erik den Schlechter einstellen. Als ich irgendwann mal ein Haus in Raya, in Falkenring baue. Ich muss ja erstmal das eine Haus fertig bauen. Bitte sagt, dass ihr etwas über meinen Sohn erfahren habt. Jupp, Thorald ist in Sicherheit. Wirklich? Ihr habt ihn gerettet? Ich muss ihn sofort sehen. Ich fürchte, dass er nicht hier ist. Er hielt einen Rückzug für eine Rückkehr für zu gefährlich. Was? Nach all dem kann ich ihn nicht einmal sehen? Was ist los hier? Woher weiß ich denn, dass ihr die Wahrheit sagt und mir nicht einfach erzählt, was ich hören will? Boah, das ist ja eure Sorge, ne? Kann ich ja nichts für. Er hat gesagt, ich soll euch sagen, dass ihr den kalten Wind des Winters erdulden müsst. Denn ihm wohnt der Spross des nächsten Sommers inne. Mein Junge. Also ist es wahr. Fürs Erste reicht mir die Gewissheit, dass er lebt. Sie gibt mir Frieden. Hab Dank, lieber Freund. Ihr habt mir meinen Sohn wiedergegeben. Ich ließ Eolund dieses Stück für Thorald anfertigen. Es sollte sein Willkommensgeschenk sein. Vermutlich kann er es jetzt nicht haben. Aber warum nehmt ihr es nicht? Wir können ja ein neues Stück anfertigen, wenn der Krieg zu Ende ist und Thorald nach Hause kommen kann. Habt ihr von Thorald gehört? Das wäre ein bisschen früh, aber egal. Nein, und ich rechne auch nicht damit. Es wäre im Augenblick zu gefährlich. Zu wissen, dass er irgendwo da draußen und nicht wie ein Tier in einem Käfig eingesperrt ist, das genügt mir. Passt gut auf euch auf. Ja, ja. Lasst das, wo es war. Nein, ich tue es hier oben hin. Okay, ich habe irgendwas bekommen. Starrschwert der sengenden Hitze. Steckt das Ziel für 15 Schadenspunkte in Brand. Brennt das Ziel erselben zusätzlichen Schaden. Ich bin direkt hinter euch. Ich stehe zu eurer Verfügung. Geht ihr voran? Ich gehe immer voran. So, ich muss noch ein paar Heiltränke kaufen. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Was benötigt ihr, mein Freund? Kaufen. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. Zauberdank der Heilung. Zauberdank der Kleinheilung. Bringst du eigentlich nicht mehr, aber ich nehme es trotzdem mit. Krankheitsheilung, 2 Stück. Und ich habe kein Geld mehr. Cool. Oder fast kein Geld mehr. Aber dafür habe ich ganz viel andere Scheiße, die ich verkaufen kann. Guck mal hier. Falschen, Beschwörung verstärken. Gesundheit wiederherstellen. 27, das ist besser als kleine, aber trotzdem. Das ist... So was Tolles kann ich selber machen. Krass, gell? Was ich für tolle Tränke brühen kann. Alter, ich muss so dringend Alchemie, Verzauberung, Schmieden, schwere Rüstung, einhändig und Schleichen lernen. Das ist krank. Und schießen, natürlich. Schießen auch noch. So, kann ich irgendwas einschmelzen? Wahrscheinlich nicht. Ich rechne zumindest nicht damit. Ja gut, Gold, Vulkanglasbogen, das war's.
So. Ich denke fast schon drüber nach, dass ich irgendwann mal sage, ich sammle ganz viele Zutaten und dann mache ich offscreen mega viele Tränke, einfach um die Alchemie nach oben zu bringen. Oder ich mache offscreen ganz viele Verzauberungen oder ich mache offscreen extrem viele goldene Halsketten. Also ich meine, ich habe ja genug Eisenerz und ich habe ja diesen Zauber für die Umwandlung. Das heißt, ich kann ja Eisen zu Silber und Silber zu Gold umwandeln. Das würde halt Ewigkeiten dauern, so kann ich dann auf Veränderung leveln. Das würde halt Ewigkeiten dauern. Aber es würde theoretisch funktionieren. Jetzt habe ich gar keine Sachen gekauft, die ich eventuell brauche für den Ausbau. Ja, nicht, dass ich sowieso. Nicht so. Es ist nicht so, dass ich irgendwie Geld hätte, aber trotzdem. Coole Brücke. Wieso hat die Sigrid, heißt sie Sigrid, die Frau vom Schmied, eigentlich ihren Garten hinter der Taverne? Sollte sie nicht ihren Garten, ich weiß nicht, hier bei der Schmiede haben? Vielleicht hinter der Schmiede? Würde das nicht viel mehr Sinn machen? Na gut, ich meine, vielleicht hat sie Delfine auch gefragt, hey, kann ich da meinen Garten anlegen? Und Delfine hat gesagt, ja. Oder sie arbeitet für Delfine, was nicht wirklich viel Sinn machen würde, weil die haben da, ich meine... Wer stellt schon jemanden ein, um kommt herein, so ein kleines Feld zu bestellen? Bescheid, wenn ihr etwas braucht, oder wenn man zu zweit ist, sowieso nichts zu tun hat. Hinüber. Ach, so sieht das aus. Zumindest habt ihr es lebend wieder hinausgeschafft. Natürlich. Eure Sachen befinden sich wohlbehalten in meinem Zimmer, wie versprochen. Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Die Tamor wissen nichts über die Drachen. Wirklich? Das ist schwer zu glauben. Seid ihr sicher? Ist mein Haar blond? Also das ist meines Charakters. Bin ich das Drachenblut? Ja, ich bin mir sicher. Sie suchen jemanden namens Esbern. Wieso? Wenn ihr mir nicht sowieso nicht glaubt, weshalb habt ihr mich dann überhaupt damit beauftragt? Schon gut, ihr habt ja recht. Ich war so sicher, dass sie dahinter stecken würden. Wenn nicht die Talmor, wer dann? Oder was? Keine Ahnung, aber die Talmor suchen nach einem gewissen Esbern. Esbern? Er lebt? Sagen Sie nicht, ich dachte, die Talmor hätten ihn vor Jahren schon erwischt. Dieser verrückte alte Kerl. Aber es wundert mich nicht, dass die Talmor ihm auf den Fersen sind, wenn sie herauszufinden versuchen, was mit den Drachen los ist. Delfine, ich habe doch gerade gesagt, die suchen nach ihm. Nicht, dass er noch lebt, aber das ist wahrscheinlich ihre logische Schlussfolgerung. So wie sie fest davon überzeugt war. Ach, ist egal. Was wollen denn die Talmor von Esbern? Wer weiß ich ja. Ihr meint davon abgesehen, dass sie jede Klinge töten wollen, die sie in die Finger bekommen können. Esbern war einer der Archivare der Klingen, bevor die Talmor uns im Großen Krieg ausradiert haben. Er wusste alles über die alten Drachengeschichten der Klingen. Er war geradezu besessen davon. Damals wollte niemand etwas davon hören. Er war wohl doch nicht so verrückt, wie wir alle dachten. Ich fände es schön, wenn das Spiel mal darauf achten würde, ob man gewisse Bücher gelesen hat oder nicht und dann einfach sagt, okay, der Spieler hat dieses Buch gelesen, was wahrscheinlich jeder getan hat. Also wahrscheinlich hat jeder dieses Ding gelesen über Esbern und einfach sagt, okay, du hast diese Dialogoption. Ja, ich weiß auch, warum sie ihn suchen. Und nicht sagen, oh, warum suchen sie ihn wohl? Ich weiß es nicht, ich hab nur das streng geheime Dokument der Talmor darüber gelesen, warum sie ihn suchen. Keine Ahnung, warum die ihn suchen könnten. Sie scheinen ihn in Rift. Jetzt aber doch, weißt du, sie scheinen ihn in Rift zu vermuten. Total blöd! Einerseits sagen sie, ja, der Spieler weiß es nicht, fragt jetzt doof nach und dann wiederum, ja, aber er weiß es, weißt du? Die Talmor glauben also, dass die Klingen von den Drachen wissen. Höchst interessant. Welche Ironie, nicht wahr? Die eingeschworenen Feinde glauben, dass jedes nur erdenkliche Unheil ein Schachzug der Gegenseite ist. Ja, dumm. Dennoch müssen wir Esbern vor ihnen finden. Wenn jemand weiß, wie man Drachen aufhalten kann, dann er.
Wissen Sie, wo er ist? Weiß ich nicht. Ich habe das Ding nicht gelesen. Sie scheinen ihn in Rifton zu vermuten. Rifton also. Sicher unten am Rattenweg. Dorthin würde ich jedenfalls gehen. Ihr macht euch besser auf nach Rifton. Redet mit Brynjolf. Er hat Beziehungen. Das ist zumindest ein guter Ausgangspunkt. Ach, und wenn ihr Esbern findet, wenn ihr mich schon für paranoid haltet, es ist womöglich nicht ganz leicht, sein Vertrauen zu gewinnen. Fragt ihn einfach, wo er am 30. Eisherbst war. Er wird wissen, was das bedeutet. Ich war Schlittschuhlaufen am 30. Eisherbst. Wo war er denn beim 30. Eisherbst? Warum ist es so wichtig, dass ihr den Drachen blubbeln? Was ist mit den Klingen passiert? Warum flieht ihr? Wer sind die Talmoor? Das weiß ich alles. Aber ich glaube, ich hatte einen alten Spielstand geladen und dann etwas? Nicht gefragt. Nee, hab ich nicht. Karte der Drachengräber. Das Buch vom Drachenblut. Wieso ist hier alles wieder da? Ach, weil ich schon so lange nicht mehr hier war, ne? Genau. Alles sehen. Trägst du viel? Was braucht ihr, Drachenblut? Ein Rucksack. Das wäre super. Ein Rucksack. Ich bin direkt hinter euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Geht ihr voran? Truhe! Rolle des Rufs zu den Waffen. Arkane Verzauberer, was macht die damit hier unten? Ist auch egal. So. Einheilung, Wundertrunk der Gesundheit, den nehme ich mit. Karte der Drachengräber. Was? Ist es ein Buch oder sonstiges? Wahrscheinlich sonstiges, ne? Karte der Drachengräber. Finnslaute, Karte der Drachengräber. Ach, das meint sie mit Muster. Ja gut, dann macht das Sinn. Da fehlen aber Drachengräber. Da sind nicht allein gezeichnet. Tut mir leid. Weil sie hat ja mal gemeint, von wegen, sie hätte ein Muster, dem sie folgt, wo die Drachen wiederbelebt werden. Und von da aus könnte sie, anhand dieses Musters könnte sie sagen, das ist in Kühnesheim als nächstes passiert. Da fehlt aber das, fehlt aber zum Beispiel das Drachengrab in Ostmarsch. Das fehlt da komplett. So, ich muss mal... Habe ich Gold? 7685. Gut, ich kann Tränke verkaufen. Das ist, ich muss Tränke verkaufen. Vielen Dank, dass... Ihr ja, und ja. Ich. Oh, etwas hiervon, etwas davon. So. Vielen Dank. So. Kleiner Einkauf. Sven, hi, wie läuft's mit Camilla? Guten Tag, Freund. Geht es euch gut? Ach, euch kann ich auch als... Könnte ich theoretisch auch als Gefährten mitnehmen, ne? Ja. Was wäre denn das nächste Opfer, das ich hätte? Also, hauptquestmäßig müssen wir mit Brynjolf in Rifton reden. Ich könnte das theoretisch auch so machen, ohne mit Brynjolf zu reden. Dafür brauche ich die 10 Bärenfälle. Denn da müsste ich durch Ivarstadt durchgehen. Durchreiten. Also entweder ich reite jetzt nach Weißloch zurück, um die Kutsche nach Rifton zu nehmen. Oder... Das ist irgendwie nervig, dass man da immer... was noch rum ist. So geht's auch. Ich muss echt mal gucken, was das ist. Ich kann es mir aber schon denken. Es ist entweder Point the Way, also die Mod für die Wegweiser, oder es ist die Wassermod. Oder es ist die Lampenmod, weil irgendeine von den Mods muss ja diese eine Zelle, wo die... wo das versteckt, verändern.
Also Lamppost ist es wahrscheinlich nicht. Weil Lamppost, aber es ist scheinbar auch nicht Point the Way. Das sei denn, es ist ganz komisch. So.